glaube ja. Sag, was machst du denn für einen Ausfallschritt? Das ist jetzt aber nicht die feine Englische. Ja, ich habe keinen Pfeil mehr. Ja, der passt ja gut, ne? Alle nicht ausgerüstet hier. Vor allem, wieso trigger ich die nicht? Ach, plötzlich. Ach, bis da hinten, oder wer? So geht's natürlich auch. Ach, der dritte ist da gefangen. Aber er trifft mich natürlich noch. Ja, natürlich. Alles klar. Alles klar. Wie wirfst du denn? Du konntest mich gar nicht sehen. Einfach nur mal so auf gut Dünken geworfen, oder was? Ja. So, gut. Okay. Alter Vater, was hat der denn für einen Schuss? Mal bitte laufen? Dankeschön. Dann bin ich Ihnen sehr verbunden für. Achso, näher traust du nicht hin, oder was? Traust du nicht, oder was? Ja, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Und er hat sich wieder hingelegt, oder wer? Ja, kann auch nicht helfen. Einmal Bart jucken. Also Bart kratzen. Nochmal Bart kratzen. Und schon geht's weiter. Hä? Wo kommst du denn her? Das können wir mal bitte unterlassen, ne? Ja, und wie soll ich da jetzt hinkommen? Das ist da durchgefallen. Ja, großartig. Jetzt juckt der ganze Bart. Nicht nur ein Teilbart, sondern... Moment. So, jetzt. Okay. So, damit haben wir den auch. Ich nehme ja mal noch ein kleines Schlückchen. Und dann gucke ich mich hier oben nochmal um. Ist bestimmt auch irgendwas zu holen. Ach, eine Truhe. Hallo? Reparaturpulver und eine Titanitscherbe. Die Titanitscherbe werden wir beim nächsten Mal dann gleich anwenden. Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen Estus-Flakon. Was ist das hier für eine Tür? Tür führt uns nirgendwo. Wieso so ziemlich alles in diesem Spiel? Da springe ich lieber nicht runter. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich ja oben zu so, das war einfach nur mal pure Gewalt. Jetzt muss ich ja wieder zu den, Armtypis, ne?
Noch eine Truhe? Wieso wird denn hier so rumgeaßt? Banditenaxt, Banditenkapuze, Banditenrüstung, Banditenstulpen, Banditenhose. Ich habe 8300 Seelen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Oh. Ja, hast du so gedacht, Kumpel. Du hast mich doch jetzt wohl nicht wirklich getreten, oder? Also du wolltest mich doch nicht treten, oder? Huh. Ja. Physikalische Engine funktioniert. So, so ein Pharos-Wahrheitsverkünder-Stein habe ich leider nicht. Aber wäre bestimmt nicht schlecht. Was bist du? Du bist einfach nur tot. Und ich gehe jetzt erstmal zurück zu Bearer of the Curse. Ich werde sie einfach Bearer nennen. Ich weiß, dass sie anders heißt, aber ich kann es mir nicht merken. Wahrscheinlich Helen Mirren? Nee, Helena aus Myra? Keine Ahnung. Kann mir das nicht merken. Aber ich besuche sie jetzt mal. So, nach Majula bitte. Und schön, schön grüne Blüte. Die Ausdauerregeneration. Ich glaube, das Ding haben wir. Oh, Bearer, wo bist du? Bearer of the Curse. Bearer of the Curse. Genau. Seek so, seek lest wisdom. Die Smaragdboten. Ja, erstmal aufsteigen. Und dann Vitality. Oder Ausdauer. Oder Geschick. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für Geschick. Dankeschön. Jetzt haben wir noch 3,5. Jetzt werde ich mal ihr nochmal Estus-Flakon besch... Ach, nicht im Besitz. Ach, eine Titanitscherbe haben wir. Ja, natürlich. Warte. Ich muss einmal in the Inventory. Und zwar zu den Seelen. Die sind natürlich ganz vorne, ist ja ganz klar. Und Stolzer Ritter. Verlorener Untoter. Wir nehmen mal hier namenloser Soldat. Wie viel macht der? 800? Das dürfte ja eigentlich reichen, ne? Ach komm, wir machen hier noch einen kleinen. 204,5, das sollte auf jeden Fall reichen. Gut, dann reden wir nochmal. Genau, du bist Bearer. Und 4,5, reicht das? Nein, 5,2. Alter Vater. Dann brauchen wir nochmal eine etwas größere. Nee, nicht da. Da. Nee, da. Dann nehmen wir hier nochmal einen namenlosen. Und dann haben wir 5,3 und dann passt das gerade eben mal noch so. Deswegen, genau, nein, ja, yeah. Siehste? So, aufsteigen. Vitality. Oder Ausdauer. Oder nochmal Geschick. Guck mal hier, Geschick, Giftbonus, Blutbonus. Das steigt eigentlich ganz gut an. Und Angriff, Geschick... um 3 Punkte von 77 auf 80 und Körperabwehr von 85 auf 86. Komm, wir nehmen mal Geschick auf 20. Dankeschön. Und oh. Tschüss. So, dann gehen wir nochmal hier zu Schmied Hannes. Zu Hannes dem Schmied. Und dann gucken wir mal, was er da so hat. Wir können uns natürlich nichts leisten, aber das heißt ja nichts. Ja, das sieht aber alles nicht so... Pfeile könnten wir uns gleich mal kaufen. Holz gefertigt, aus Eisen gefertigt. So, 4 Stück.
Für 120 Seelen? Ja. Ah, jetzt habe ich nur 4 Stück gekauft von 20. Okay. Ja. Warte. Ja. Hallo? Darf ich mal bitte Dankeschön? Nee. Da und dann machen wir mal hier noch einen namenlosen Soldaten. Das sieht natürlich immer ganz cool aus, wie er das macht, aber ja. Ich komme hier so oft vorbei, wie ich will. So, da. Kann ich jetzt alle kaufen? Für 480 und die nehmen wir auch gleich mal mit. Ach, guck mal hier, ich kann gleich 34 kaufen. Das ist eine gute Idee. Oh, jetzt habe ich noch eine Seele. Meine eigene. Ja, ja. So, warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt muss ich hier wieder ausrüsten. So, da machen wir mal die rein und da machen wir mal die rein. Okay. Was hast du? Hihihihihihi. Gegenstände, was hast du denn? Ach, warte mal, ich habe doch ganz, ich habe doch eigene. Ich habe doch eigene Gegenstände. Ausrüstung da, hier, guck. Bastard, Falchion, Scimitar, Kettenbrecher, Infanterieaxt. So, wo war denn das Ding jetzt? Zerbrochenes, Breitschwert, Varega-Schwert, Bastardschwert, Banditenmesser. Aber das war es auch nicht. Wo ist denn das Ding? Prächtige Lanze? Nee. War das das Ding hier? Kettenbrecher? Nö, das hatte ich schon länger. Großschwert des alten Ritters. Ja. Weißt du Bescheid, ne? Dann Falchion. Bastardschwert. War das ein Varega-Schwert? Ein Varega-Schwert. Das kann ich eigentlich ganz gut tragen. Von Varegern. Eingravierter Totenkopf. So, nee. Wir machen jetzt, dann gucke ich mir jetzt mal den Helm an, den wir dazu bekommen haben. Alter Eisentrachthelm. Vareger, Infanterie. Banditenkapuze. Nee. Die sieht nur formschön aus. Banditenrüstung. Nee. Aber da wäre ich richtig leicht unterwegs. Banditenstulpen? Nee. Und Banditenhosen? Auch nicht. Ja. Habe ich denn hier eine andere Hose, die vielleicht... Häftlingsländentuch. Was mit denen? Oh, guck mal hier. Alte Ritterstulpen. Die wären schon nice, ne? 55, 48 und hier hätten wir 86, 80. So. Ja. Und was hätten wir hier noch? Das Ding, aber dann sind wir richtig schwer unterwegs. Sieht auch nicht aus mit den Füßen hier. Also die Beine so dünn eingekleidet und dann so eine dicke Axt da drüber. Axt da drüber. So eine dicke, wie heißt das? Rüstung. Okay, und das ist alles... alles Blödsinn. Ja. Okay. Mal gucken, wie ich mich jetzt schlage. So, Reisen. Niemandswerft. Wo bist du? Wo bist du denn? Da bist du. Hatte der eben eine komische Frisur, die dann weggespawnt ist?